Dynamo TV aus dem Trainingslager wird präsentiert von DynTour, der Spezialist für Angelreisen und Ferienhäuser in Norwegen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie gesagt aus dem schönen Aquadome in Lengenfeld, Tirol, Österreich. Heute mit den Kandidaten Patrick Möschel und Niklas Kreuzer. Wir haben heute 7 Spiele vorbereitet. Wir werden maximal 7 Spiele spielen. Für Spiel 1 wird es 1 Punkt geben, für Spiel 2 2 Punkte und so geht es dann weiter rauf. Das heißt, wir spielen Minimum 5 Spiele, wenn einer alle gewinnt in Folge. Und dann fangen wir gleich mal an mit Spiel Nummer 1, Abtauchen. Dazu wechseln wir jetzt die Location, da gehen wir in den Spa-Bereich des schönen Hotels und werden mal kurz die Luft anhalten. Ja, wir sehen, die beiden sind sehr angespannt und fokussiert. Wie bereitet ihr euch jetzt auf so einen Wettkampf vor? Wer hat da so unterschiedliche Rituale oder? Du machst es spontan aus der Unterhose raus, oder? Klar, wir machen alles so im Leben. Sportlich. So, wir haben jetzt hier den Außenbereich erreicht. Kurz könnt ihr euch nochmal umsehen, das wundervolle Panorama hier begutachten. Ja, ihr dürft jetzt ins Wasser steigen. Die Regeln nochmal kurz erklärt. Auf Pfiff geht's los. Da senken wir die Köpfe unter das Wasser. Und ja, ihr versucht so lange wie möglich da unten zu bleiben. Und sobald die Nase oder der Mund aus dem Wasser austritt, ist das Spiel somit beendet. Ich werde nochmal reinpfeifen, damit der andere auch hört, dass es vorbei ist, dass er auftauchen kann. Ja, jetzt noch kurz eine Frage. Niklas, wie hast du dir deine Strategie für heute gelegt? Ja, ich glaube, der Möschi, der hat natürlich ein Heimspiel hier in Österreich, geht da mit großem Vorteil natürlich in das Duell. Aber ja, ich versuche natürlich, Deutschland gut zu vertreten. Ich gebe alles, ich bin da eher ein Typ, der das ein bisschen spontaner macht, werde untertauchen und alles geben. Aber ich glaube, da ist natürlich ein harter Brocken, der auf mich trifft. Möschi, wie sieht es bei dir aus? Wie hast du dich auf diesen Wettkampf vorbereitet? Ja, dadurch, dass wir das so spontan gehört haben, konnte ich keine Videoanalyse mehr machen, was ich mir vorbereitet habe. Aber wie schon gesagt, ich mache das auch spontan jetzt, leider Gottes. Aber ich denke mal, vor ausverkauften Haus, 30.000 Zuschauer, super Panorama. Ich glaube, das Ding werden wir rocken. Ich wünsche den Kreuz alles Gute. Sehr gut, dann lasst uns loslegen. So, ihr beiden seid soweit. Auf Pfiff geht's los. Ihr dürft euch auch gerne am Rand festhalten. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Glück. So, nur ganz kurz zur Auswertung an euch zwei. Kreuz, es waren sage und schreibe 18 Minuten, Sekunden, die du da unter Wasser bleiben konntest. Bist nicht ganz an dein vorhergesagtes Ziel rangekommen, aber der Möschi war einfach eine Nummer besser und hat es mit 24 Sekunden sehr, sehr weit übertroffen. Wie hast du das gemacht? Ja, ich denke mal, der hat unten eine Gasflasche und mit dem ging dann alles ganz gut. Sehr gut, dann will ich dich beglückwünschen zum ersten Punkt in unserem Spiel und der Gesamtstand ist hiermit 1:0 für unseren Patrick Möschel. So, wir sind wieder zurück im Studio zu unserem nächsten Spiel, Spiel Nummer 2, Blamieren oder Kassieren. Kurz zu den Regeln für euch zwei. Als erstes, wir haben hier eine Begrenzung aufgezeichnet. Die Hände bitte dahinter belassen. Von dort aus dürft ihr agieren und den Buzzer tätigen. Ich werde eine Frage stellen
Und sobald ihr die Antwort wisst, bitte buzzern. Und bestmöglich die richtige Antwort dann auch nennen. Alles klar. Im Falle einer falschen Antwort kriegt der Gegner einen Punkt, hat zusätzlich die Möglichkeit, einen Zusatzpunkt zu ergattern, indem er nochmal buzzert und die richtige Antwort erklärt. Jo, wir spielen bis 5 Punkte und somit können wir beginnen, denke ich, oder? Ihr habt es beide verstanden? Jo, klar. Dann fangen wir an mit der ersten Frage. Wie heißt der Zwillingsbruder von Tokyo Hotel Sänger Bill Kaulitz? Tom. Sehr gut. 1-0. Wusstest du das? Nein. Ja? Keine Ahnung. Frage Nummer 2. Lieblingsband von mir. Was wird dem besten Torschützen einer Fußball-Weltmeisterschaft verliehen? Torschützenpokal. Falsch. Goldene Schuh. Richtig. 3-0 für Kreuz. So. Im Frühlingslied Alle Vögel sind schon da werden 4 Vogelarten namentlich genannt. Nämlich Star, Drossel, Amsel und. Okay, ist doch klar. Keine Ahnung. Vogel, welche werden da genannt? Star, Drossel, Amsel und? Star, Drossel, Amsel. Nee, Bruder, komm, ehrlich. Ja, ich hab das schon mal gehört. Vorname Thorsten. Ja, ich werde es auflösen. Adler. Fink. Ich wollte gerade sagen. Amsel, Drossel, Fink und Star. Also ich bin ganz ehrlich, wo sind wir? Fink ist ein Vogel. Ist ein Vogel. Haben wir wieder was gelernt. Wusstest du? Also es bleibt. Ich wusste es, aber wollte es jetzt nicht sagen. Bei 3-0 stehen. 3-0. Stimmt. Ich habe falsch gesagt. Aus wie vielen Feldspielern besteht eine Handballmannschaft? Feld, also Torwart zählt da dazu. Bei Feldspielern. Wer steht auf dem Feld? Ich könnte nur raten. Ich will es nicht drücken, ich würde fast sagen 7, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. 5, 4, 3, 2, 1. 6, 7. 6 Stück. Das ist bitter. Nächste Frage. Die erste deutsche IKEA-Filiale eröffnete 1974 nahe München. Aber wie heißt IKEA in seinem Herkunftsland Schweden? Du hast Fragen ausgesucht, die wir wissen könnten. Ja. IKEA. Richtig. 4-0 für Kreuz. Also ich wirklich. Also ich weiß in Gedanken wo ganz anders. Ja, komplett. Es kann die entscheidende Frage sein. 500 Milliarden Euro. Das ist eine 5 mit wie vielen Nullen? 8. Oh, ich sag 9. Ne, wie viel? 500 Milliarden? Also 8 ist falsch. Ja, ich sag 11. 11 ist richtig. Aber du brauchst den Punkt nicht. Du hättest buzzern müssen, um zu sagen. Ja. Es steht trotzdem 5-0. Somit hat der Kreuz dieses Spiel gewonnen. Gesamtspielstand. Nach Spiel 2 Führung. Führungswechsel. Kreuz führt mit 2-1. Dankeschön. Danke. So, liebe Zuschauer, nach Spiel 2 liegt Kreuz 2-1 in Führung. Es ist richtig spannend. Jeder der zwei Konkurrenten konnte bisher ein Spiel für sich entscheiden. In der nächsten Folge geht es spannend weiter mit dem nächsten Spiel Geschmäcker.